Liebe Kunst Nürnberg-Leser, ich wollte euch das Zubikon vorstellen. Das ist ein Ausstellungshaus in der Großweidenmühlerstraße 21 im Stadtteil Johannes in Nürnberg. Es wurde 1999 unter der Initiative der Koch-Invest-Gruppe eröffnet und wurde nach Plänen des recht bekannten Schweizer Bauhausarchitekten Max Bill gebaut. Der Architekt ist 1994 gestorben und auch aus seiner Vita leitet sich der Name Zumikon her. Zumikon ist ein kleiner Ort in der Schweiz, wo er zum Ende seines Lebens hin gewohnt hat. Max Bill, der hat im Bauhaus studiert, auch unter Kandinsky und anderen berühmten Künstlern und hat eigentlich ziemlich, also nicht so viel Architektur gemacht. Deswegen ist es eigentlich was ganz Besonderes, dass wir hier in Nürnberg dieses Gebäude haben. Es ist in einem sehr sachlich und funktionalen Stil gebaut und passt auch gut zu den Ausstellungen, die drin gezeigt werden. Die teilen sich auf in eigentlich ja, zwei Gruppen. Das ist einmal sind es die Ausstellungen, die das Institut für moderne Kunst im Studio im Zumikon veranstaltet, mit vor allem überregionalen Bezug. Und dann gibt es nochmal Ausstellungen in der Lounge, wo eher regionale Künstler und auch vor allem Akademiestudenten gezeigt werden. Von daher, ich finde es ein tolles Konzept. Ich hoffe, dass es im nächsten Jahr wieder tolle Ausstellungen gibt und empfehle jedem mal ins Zumikon zu gehen. Aus diesem Grund habe ich halt auch einen Artikel über das Zumikon geschrieben, wo ich vor allem auf den Architekten eingehe und auch ein bisschen auf die Architektur und das Konzept, das der Volker Koch von der Koch Invest sich da ausgedacht hat. Also, in diesem Sinne wünsche ich euch viel Spaß beim Lesen des Artikels und hoffe, wir sehen uns einmal hier im Zumikon. Euer Alex von Kunst Nürnberg.